Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Civ 6 Hellas. Wir sind wieder unterwegs, um die Welt glücklich zu machen. Nachdem wir beschlossen haben, dass wir am sinnvollsten auf einen Kultursieg gehen. Ja, allerdings brauchen wir trotzdem Truppen und alle möglichen anderen Sachen, die noch wichtig sind. Ja. Na dann, Herrschaften, machen wir weiter. Schauen wir mal. Wir wollen schließlich Australien besiedeln. So, Viertel. Die schicken wir mal nach Australien, um mit den Eingeborenen klar zu kommen. Forschen hier weiter den Atlantik. Ja, ich weiß. Hey, wir können nämlich glauben, was kaufen. Finde ich gut. Finde ich erfreulich. Hier ist das. Das machen wir doch glatt. Ich bin Missionar. Ich will ihn ganz gerne nach Kumasi schicken. Die wollen noch immer meine Religion haben. Allianz abgelaufen. Okay, die können ablaufen. Das ist interessant. Na dann schauen wir mal, ob wir sie nochmal machen können. Wir verkünden Freundschaft. Passt doch. Ja, alle anderen hassen mich mittlerweile. Ist okay, damit kann ich leben. Was ich interessant finde, es scheint kein keine UNO oder sowas in die Richtung mehr zu geben. Also keinen Weltkongress, wo die Leute irgendwas gemeinsam beschließen. Finde ich interessant. So, Amerika haben wir auch mehr oder weniger entdeckt. Wir sind quasi wieder rundherum gekommen. Gehst du jetzt querfeld ein? Ja, ich hätte da oben herumgehen sollen, das wäre klug gewesen. Aber da ist ja auch eine Straße, auf die wir da gehen. Ah, beziehungsweise die machen wir gerade mit meinem... mit meinem Händler. Super, ich mache da die Straßen für die Idioten da drüben. Kann ich keine eigenen Straßen basteln? So, mein lieber Handwerker. Ja, was das ab. Finde ich gut. Und nächste Runde. Dann machen wir
mich schon wieder nicht. Der mag mich auch nicht. Wieso mögt sie mich nicht? Ich tue euch doch gar nichts. Rom hat eine Botschaft in Ägypten. Echt? Die planen mit dem Siedler eine Stadt zu gründen. Welch wahnsinnige Information. Weil ich jetzt so einen Siedler hat. Könnte man natürlich auch so sehen. So. Na, den Atlantik kennen wir schon recht gut. Da ist ein Siedler. Ein barbarischer Siedler. Gibt's denn das? Wow. Das ist ein barbarischer Siedler. Das sind zwei barbarische Siedler. Vielleicht sollte ich daher gehen mit meinem Ding, mit meinem Siedler. Nach Australien. So, du gehst nach Kumasi, haben wir gesagt. Einfach, weil ich unbedingt will, dass Kumasi meine Religion annimmt. Der idiotische hinduistische Missionar soll weggehen. So, du beschützt da meinen Händler. Mich nicht. Nein. Sag mal, seid ihr doof? Ich gebe die Kunstwerke nicht her. Ich möchte so gewinnen. Dolme. Ich habe mir das letztens noch angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge gemacht habe. Opa bedeutet, wenn ein Typ von hinten erstochen wird und sinkt, statt zu bluten. Finde ich gut. Okay. Warte mal, das machen wir noch nicht. Das machen wir dann später. Zuerst setzen wir diese Gesandten ein. Wir haben noch einen Nuller-Gesandten irgendwo in Buenos Aires. Wir müssen jetzt nämlich zwei haben. Ha, finde ich gut. So, und jetzt überlegen wir, wo wir den zweiten einsetzen. Ja, dann werden wir nämlich diese eine Politik wegtun. So. Es wäre irgendwie schön, wenn man. Ah, da sieht man eh, wie viel der Souverän hat. 5, 7, 8. Hattusa 7. Hongkong 4, 6, 8. 3. Das bin ich. Nanmadol hat keinen, aber da haben wir gesagt, das wäre ganz gut, wenn wir das hätten. Was kann denn das? Bezirke an oder neben Küstengebieten bieten plus 2 Kultur. Das ist nicht schlecht. Der hat 4. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was wollen denn die eigentlich? Eine religiöse Bekehrung. Boah. Die wollen einen großen Musiker. Na, das ist leichter. Sansibar. Was? Ein Heureka für die Industrialisierung auslösen. Hm. So, warte mal. Sansibar hat 5 Leute. Das Einzigartige ist, dass wir dieses Dings kriegen. Ja. Das machen wir doch glatt. Gut. Und jetzt ändern wir das. Dürfen wir nämlich freiwillig machen. So, das haben wir mal raus, weil den ersten Gesandten haben wir jetzt nicht mehr. Dafür geben wir rein.
plus 2 Einfluss. Ich überlege gerade, ob wir den Spion auch rauswerfen wieder. Der eine Spion müsste eh schon fast fertig sein. Ich habe keine Ahnung, was so ein Spion kann. Eingeborene erobern Kampfsiege gegen Einheiten aus früheren Zeitaltern, bringen Gold in Höhe von 50% der Kampfstärke der besiegten Einheit. Wir haben vor, jetzt gegen Barbaren wieder zu kämpfen. Machen wir mal das, was soll's. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir tun's halt. Weil das ist Fährt Richtung Australien. Yay, ob wir da heute noch ankommen? Na, schauen wir mal. So, Kriegserklärung. Banda Brunei hat Kabul den Krieg erklärt. Echt jetzt? Seoul hat Kabul den Krieg erklärt. Kabul hat Gandhi den Krieg erklärt. Warum das? Ah, weil jemand Kabul übernommen hat. Das finde ich aber nicht richtig. Finde ich nicht richtig. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder 7 Einflusspunkte pro Runde. Das heißt, wir haben nächste Runde 100 und dann brauchen wir noch 50. Naja. Besonders schnell geht das nicht, aber es geht, sagen wir es mal so. So. Einheiten. Ich überlege gerade, ob ich mit dir auch nach Australien fahren soll. Und mein Pferd dort unterstützen soll, quasi. Falls der Chipper Nackling sind und ihr fahrt hier weiter und in die nächste Gegend. Hat er nicht vor, da irgendwas dagegen zu unternehmen? Der Wahnsinnige. Ach, Gebiete. Die Steuerung. Der die nicht, ich meine. So, ich könnte mit denen natürlich da versuchen rüberzukommen. Hat natürlich schon irgendwo irgendwas. Ah, oder andererseits, sie werden langsam alle unfreundlich. Vielleicht bleibe ich hier und verteidige mich eher. Schanz dich mal, du Ding. Ach, ich hab's befürchtet, das geht so nicht. Mach das so. Geh mal durch den See, wenn's sein muss. So. Sind wir, glaube ich, oder? Auf Wesen. Erklärt Krieg mit einem Casus Belli. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will keine Kriege erklären. Naturgeschichte hingegen. Baut ein archäologisches Museum. Bauen wir das wirklich irgendwann einmal in nächster Zeit? Das sollten wir sowieso machen, wenn wir auf Tourismus spielen. Korinth. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ist das dann abgeschlossen, wenn man es gemacht hat? Oder was machen Militärpioniere, frage ich mich gerade. Das Mittelalter auf
Vorrat zum Produzieren eine Waffenkammer, kann Straßen sowie Festungs- und Landepistenverbesserungen bauen. Okay, damit könnten wir dann quasi richtig Straßen bauen. Was heißt das da? Dafür brauchen wir nur eine Runde, weil wir durch die Stelle schon welche haben, oder was? Irgendwie. Was? Nein. Wir könnten die natürlich bauen. Ha! Wenn wir die bauen. Was bedeutet das? Eine Runde bis zur Fertig. Wieso ist das so komisch? Ah! Ich verstehe kein Wort. Grrr. Na gut, eine Bank wäre auch nicht schlecht. Komm mal eine Bank. Museen. Brauche ich dafür einen Kulturbezirk für Museen? Wahrscheinlich. Mist. Das heißt, ich brauche mehr Kulturbezirke, aber ich habe da keine Hügel. In Korinth kann ich das nicht bauen. Korinth macht Geld und Truppen. Na, kommt's nur her. Römer. Ich habe Ritter. Was habt ihr? Legionen. Ha. Ich lache über eure Legionen. Könntet ihr vielleicht Frieden schließen mal wieder? Schaut euch was an. Handelsweg bauen, das finde ich gut. Ja, ja, und irgendjemand braucht mehr Wohnraum. Das finde ich nicht gut. So, wir haben gesagt, ihr unterstützt den Typen da drüben. Also gibt sofort Gas. Ja, das lassen wir da. Darum soll sich doch bitte der selber kümmern. Sein Dienstmädchen, das sich darum kümmert, dass er keine Barbaren hat, will er wohl selber schaffen. Und wir dringen in die Karibik vor, wir sind einmal rund um Nordamerika rum. Okay, okay, das Wasser. Das ist absolut bescheuert, aber was soll's. Bis wir dort sind, sind diese Barbaren an Altersschwäche gestorben. So, Argos. Wir könnten da einen Tempel bauen oder Kasernen. Ich überlege gerade. Haben wir noch einen Vorteil? Für die Kavallerie haben wir noch einen Vorteil. Sollten wir vielleicht eher Stallungen bauen. Aber in Wirklichkeit machen wir eine Arena oder was? Ah nein. Könnten wir ein Kolosseum bauen. Achso, nein, das haben wir schon letztens gestellt. Das ist irgendwie blöd. Die Hagia Sophia wäre da schon besser. Missionare und Apostel können Religion einmal zusätzlich verbreiten. Muss auf Flachland neben einer heiligen Stätte gebaut werden. Wir könnten natürlich noch einen Siedler bauen. Na, wir bauen noch einen Händler. Wir wollen Händler. Wir überfluten die Welt mit Händlern. Wir haben einen Haufen Geld, das heißt, wir können Sachen kaufen. Was sagst du? Kann ich? Jo, das ist relativ günstig eigentlich. Wieso sollte ich das nicht machen? Ein Reliquienplatz, dass man einen Reliquienplatz macht. Schauen wir mal, ob wir da nicht irgendein Museum reinbauen können.
50 kostet das. Kostet noch ein paar Liter und ich wollte sowieso bauen. Finde ich gut. Ja, bis der Siedler in Australien ist, ist wahrscheinlich hier schon die Moderne, so schnell wie das hier geht. Ägypten hat die Forschung an einer Rasegel abgeschlossen. Okay. Fürs Rasegel will ich noch das deswegen rennt der Musketier dort hinten rum. Das war ein Cast, dass ich den da nach hinten geschickt habe. Ich könnte auch den darüber schicken, das ist näher. Naja, zu spät. Jetzt ist der wahrscheinlich schon näher an diesen Typen. Behauptungen, die nicht getestet werden können, Feststellungen, die immun gegen Widerlegung sind, sind wahrheitsgemäß wertlos. Egal, welchen Wert sie für unsere Inspiration oder Ehrfurcht haben mögen. Deswegen behaupten wir auch ständig irgendwelche Sachen. So, Forschungsabkommen können wir jetzt schließen. Versuchen wir das gleich mal mit dem Dings, mit dem Inder. Ermöglicht die diplomatische Aktion Forschungsabkommen. Plus 1 Nahrung durch die Plantagenmodernisierung. Finde ich auch gut. So. Weiter übers Meer. Dieses Land langsam aber sicher erscheint, aber in Wirklichkeit ist es schon wieder mühsam, wenn man stundenlang zuschauen muss. So, Karibik. So, dann haben wir gesagt, wir wollen ein Forschungsabkommen. Was hältst du davon? Du kannst das noch nicht. Offensichtlich. Na dann vergiss es. Wahrscheinlich bin ich da weit voraus den anderen. So. Peter, du bist so eine modige Dings. Verkünden wir mal die Freundschaft. Wir haben kein Interesse. Warum nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen. Du bist so modig. Boah, du hast ja diese Dinger da. Das finde ich ja cool. Ich habe sowas auch, schau. Aber ich habe mehr als du. Dann nicht. Was ist mit dir? Warum bist du so schlecht gelaunt? Minus 8 verbinden, na gut, das kann ich nachvollziehen. Freundschaft mit einem Feind erklärt, na gut. Ja. Gut, unterschiedliche Regierungsformen, plus 2 Freundschaftstreffen, plus 3 offene Grenzen. Jin ist besorgt, weil er über mehr Wunder verfügt als er. Ja, dann hätte er halt mehr bauen sollen, der Idiot. So, aber warum bist du schlecht gelaunt? Gut, bei dem verstehe ich es noch, aber warum bist du schlecht gelaunt? Minus 3 erste Eindrücke von euch, na gut. Ist noch zu lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Verbündet mit einem Feind? Wieso bist du... Ach Gott. Minus 6 Freundschaft mit einem Feind erklärt. Wieso magst du den Gandhi nicht? Gandhi ist doch so süß. So, was ist mit dir? Plus 6 und minus 3. Na gut. Scheint ganz okay zu sein. Plus 7 und minus 3. Ist auch okay. Peter? Du bist nicht schlecht gelaunt, dass du mich kennengelernt hast. Finde ich interessant. Erste Eindrücke von euch. Der hat einen besseren ersten Eindruck von uns als der blöde Roosevelt. Warum?
Was hältst du davon, wenn wir Freundschaft machen? Ha, ich habe eh bereits Cisan und Pharaonen zu meinen Gefährten gezählt. Wie kommt er zu euch für würdig zu halten? Naja, ich bin demokratisch gewählter Anführer meines Volkes. Wohl auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Habt's mich alle gern. So, die Ra-Segel machen wir natürlich nicht, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen noch drei Werkstätten. Das schaffen wir ja nie. Weil wir ja gesagt haben, wir warten, bis der blöde Musketier irgendeine Einheit besiegt hat. Ich hoffe, das passiert noch in diesem Leben. So schnell wie der da vorankommt, wahrscheinlich nicht. Meine besten Ingenieure und Architekten wären sicher zufrieden an einem Ort, an dem sie sich entwickeln könnten, in Brasilien zum Beispiel. Ja. Ich glaube, der möchte, dass wir bei ihm Urlaub machen. Im C5 war Brasilien schon spezialisiert auf den Kultursieg. Ich nehme mal an, dass es hier auch nicht anders ist. Friedenshüter. Ein häufiger Fehler, den Leute machen, wenn sie etwas völlig Idiotensicheres erfinden wollen, ist, den Einfallsreichtum von Vollidioten zu unterschätzen. Das ist gut, ja. Douglas Adams ist genial. Man merkt, dass dieses Ding Nerds gemacht haben. Was können wir jetzt machen? Plus 30% Produktion für Handwerker. Neu ausgebildete Handwerker haben 2 Bauaktionen mehr. Das sind 2 auf einen. Das ist ja gut. Was ist das da frei? Frage ich mich gerade. Na gut, interessiert mich nicht. Das da. 15% Produktion für Wunder ab dem Industriezeitalter. Wolkenkratzer. Nein, wir wollen die Politik bestätigen. Jo. Und wir bewegen uns langsam Richtung Australien. Am Meer ist es definitiv schneller, sich fortzubewegen, als am Land. So. Wenn ich sage, du sollst darüber gehen, schaffst du das dann? Wir könnten natürlich einen Stopp hier machen. Andererseits, was gibt's hier? Wir haben hier Perlen, Gewürze, aber die Gewürze zu denen kommen nicht, wenn wir da Stopp machen in Indonesien. Dazu müssten wir hier oder... Diese Gewürze sind blöd zu erreichen. Na gut, aber hier haben wir Perlen, hier haben wir Milch und Schafe und was weiß nicht, was daher will ich. 15 Züge, na servus. Ob wir das schaffen werden noch rechtzeitig, bevor dieses Let's Play zu Ende ist. Gut, ich lasse das auch. Washington quasi entdeckt und den Golf von Mexiko. Oh Gott.
hätte dir nicht diesen Wald abholzen können. Gott. Und als nächstes Naturgeschichte. Wir haben ein archäologisches Museum, wir kriegen zwei Gesandte. Herz, was willst du mehr? So, Produktion. Was bauen wir dort? Eine Bank? Bauen wir eine Bank. Ist das notwendig? Wir haben eh so viel Geld. Andererseits, du hast letztens diese ganzen schönen Gebäude gekauft. Und sobald wir da unten in Australien eine Stadt haben, bauen wir dort nur noch Siedler. Ha! Das ist keine schlechte Idee. Oder kaufen dort nur noch Siedler. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Na, wir schauen, wo wir da was reinkaufen. Ein Monument zum Beispiel. Kaufen wir da vielleicht auch noch ein Monument rein. Falls wir noch keins haben. Finde ich gut. Was ist das für ein Apostel? Sachen gibt's. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.